Hallo und herzlich willkommen wieder bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat Martin Lauda. Wir zeigen Ihnen unsere Vorführ-E-Bikes, unsere Fit-Hallies 2022. Wir haben einiges an Modellpflege getan und das erläutern wir hier Ihnen geschwind an der einzelnen Modelle. Hier unser ganz bewährtes Modell Tour, so fing alles an, vor über 10 Jahren, als wir die ersten Fit-Hallies auf den Markt gebracht haben. Was mir jetzt verbessert habe, ist, wir haben eine stärkere Sattelstütze drin, weil immer wieder der Wunsch da war, dass auch sehr große Menschen mitfahren möchte, und das haben wir jetzt auch hingekriegt. Wir verwenden nämlich eine Teleskopsattelstütze, optional, und können dann entsprechend die, schau sie her, bis daneben, bis zur Markierung weit rauslassen und auch unten. Also da, wenn einer mit ganz lange Stelze da reinkommt, möchte ich jetzt mal sagen, gucken Sie mal her. Also, das geht alles. Ne? Auch hier kann man hochmachen und dann siehe da, auch für große, aber auch kleine Menschen geeignet. Fit-Hallies kriegen wir hin bis 1,40 Meter Körpergröße aufwärts. Also unser Modell Tour dürfen Sie bei uns fahren mit 8-Gang Rücktrittbremse. Und ja, und dass sie natürlich faltbar sind, das erklärt sich ja von selbst. Und da gibt es separate Videos, wie die dann gefaltet werden können. So, hier haben wir unser Vitali Roadster in grün mit der Schaltung 11-Gang Alpine. Das ist für die sportlicheren Fahrer, die gerne Vitali hätten. Auch hier mit einer lang ausziehbaren Sattelstütze, auch für große Leute. Was wir natürlich bei den Vitalis auch können, ist verschiedene Sattel montieren. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Beispiel mit einem Esculap-Sattel. Ansonsten Pedale natürlich, die Klapppedale, Faltpedale oder auch Steckpedale, je nachdem, wie Sie es brauchen. Michael, und ganz wichtig an diesem Modell, ich habe gerade geguckt, ist die 11-Gang-Alpine-Narbe. Ne? Die 11-Gang-Alpine-Narbe ist ölgeschmiert, da kommt also Öl rein, die läuft so super leicht. Das ist praktisch die beste Narbe, die Shimano baut. Man findet kaum ein E-Bike mit dieser Narbe. Gibt es eigentlich kaum nicht. Und wir haben auch, wenn wir sie da haben, dann freuen wir uns immer. Die Lieferzeiten bei 11-Gang-Narben sind zum Beispiel 2 Jahre. Wir haben jetzt ein Kontingent für dieses Jahr noch erhascht. Mal gucken. Je früher, dass sie kommen, umso früher können sie tatsächlich und sicherer auch eins erwerben. Genau. Und dann könnte es mal sein, dass es zwischendrin mal eine Lüge gibt. Aber die 11-Gang ist toll. Fährt sich übrigens komplett ohne Antrieb wie normales genau. Fahrrad. So einfach, leichtläufig. Ja, und dann haben wir auch das Ganze in Rot. Und zwar Roadster GT, das ist auch nochmal erwähnenswert. Wir haben eine breite Bereifung jetzt ausgesucht, weil immer mehr Leute mit der Fit-Hallies auch in Städten unterwegs sind, mit Kopfsteinpflaster zum Beispiel oder auch Feldwegen und so. Und da haben wir dann festgestellt, breite Reifen fahren sich deutlich angenehmer, sicherer auch. Wenn Sie zum Beispiel in der Großstadt sind, dann habe ich Eisenbahnschiene, ne, Straßenbahnschiene, Straßenbahnschiene, dass Sie dann da nicht reinkommen und ja, Sie wissen, wie das ist mit schmalen Reifen, da kommst du nicht mehr raus, man kann elend stürzen. Also so nicht mit den Fit-Hallies. Und an dem Rad, da haben wir mal vor kurzem eine Schwenkkurbel für eine Kundin hingebaut, die hat rechts also erhebliche Knieprobleme, und damit die fahren kann, das hat sie also hier ausprobiert, haben wir hier mal ganz geschwind so eine Kurbel angebracht. Die Fit-Hallies sind eine der ganz, 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 ganz wenigen E-Bikes, wo mit dieser Kurbel tatsächlich auch das Fahren funktioniert. Ich habe auch schon Versionen gesehen, die habe irgendwelche Leute dran gebaut an E-Bikes mit Mittelmotoren, da kommen sie nicht der Berg mit hoch, so schon. Ja, dann haben wir. Dann haben wir hier wieder ein Vitali Roadster, dieses Mal in der Farbe Kupfer. Hier haben wir die Besonderheit der Bereifung. Ja, Sie sehen ja das Profil, das ist auch natürlich für Fahrten gedacht, mal abseits des Asphaltweges, auf Schotterwege zum Beispiel. Auch hier haben wir die Alpine verbaut, wie vorhin schon erwähnt, die super tolle Schaltung. Ein Spiegel. Gerade in Städten für den Rückverkehr wunderbar geeignet. Ein Esculap-Sattel hier und natürlich einen Korb.
Hier ist es natürlich auch wunderbar, wenn man irgendwie einkaufen will, schnell zu montieren und zu demontieren. Ja, überhaupt sind ja die Vitalis die ideale Einkaufs-E-Bikes. Man kann ja vorne und hinten kann man Körbe hinmachen. Ja. Sie kennen das ja, wenn ein Korb zu weit oben montiert ist, also zum Beispiel hier, dann wird das ganze Fahren instabil, gerade wenn wirklich schwere Gewichte drin sind. Wir montieren das dann so, dass dann diese Halterung so weit wie möglich runterkommt, bis knapp über der Scheinwerfer. Und somit ist dann der Schwerpunkt ganz unten. Und Sie können, also Sie spüren im Grunde genommen nicht, wenn der Korb voll ist und Sie fahren mit. Also das ist eine wirklich sehr professionelle, gut durchdachte Sache. Übrigens, wenn wir gerade dabei sind, Mobilität neu gedacht. Unsere Politiker wünschen sich ja, dass jetzt wir eine klimafreundliche und was weiß ich, Verkehr kriegen. Ne? Also wenn das gelingen sollte, dann bräuchte eigentlich jeder in Deutschland ein Vitali, weil sie können es mitnehmen in der Bahn, kostenlos, im öffentlichen Personennahverkehr. Die lassen sich fahren mit Strom, wenn es mal dann vielleicht der Strom ausfällt, man weiß es ja nicht. Ne? Mit denen, es ist ja nicht so gesagt, dass dann immer Strom zur Verfügung ist, wenn die vielen Autos aufgeladen werden, ob es dann auch nur für die E-Bikes reicht. Also sie können auch ohne Strom mitfahren. Sie sind reparatur- und wartungsfreundlich. Vitalis kann jeder selber dran machen. Und also ich zähle sie auch zu den nachhaltigsten E-Bikes, die derzeit auf dem Markt sind. Ja, dann haben wir noch das schöne Blaue da, Königsblau. Ne? Das haben wir dann in einer 7-Gang-Rücktrittbremsversion oder auch in 8-Gang, wenn es sich einer wünscht. Wir sind übrigens sehr flexibel, weil wir in Deutschland fertigen. Das ist eine kleine Schmiede oben bei Münster in Westfalen und die montieren für uns die Vitalis hochprofessionell in Einzelmontage, macht ein Mechaniker ein Vitali. Dadurch können wir auch verschiedene Farben relativ schnell anbieten. Ja, also es ist was ganz Besonderes, das wir hier geleistet haben, richtig made in Germany noch. Und also das ist, kommt nicht aus dem Ausland, nicht im Karton von Übersee, sondern hier wirklich in Deutschland montiert, in höchster Qualität. Also das kann ich Ihnen versprechen. Ja, also was können wir mehr als Sie einladen zur Probefahrt vielleicht nach Lauda? Wenn Sie schon in etwa wüssten, dass Sie eines wollten, wenn es Ihnen gefallen täte, dann sagen Sie uns einfach Bescheid und nennen uns das Modell und die Farbe, dann könnten wir eine schon für Sie bereitstellen. Das heißt, wir bauen das auf. Und wenn Sie dann zufrieden sind und sagen, hurra, das möchte ich, dann dürfte Sie es mitnehmen. Und das wird in der Saison 2022 was ganz Besonderes sein. Denn es gibt Lieferprobleme ohne Ende. Mehr und mehr. Jo. Also dann, vielleicht bis bald. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.